Hallo miteinander, heute gucken wir uns nochmal das Thema Ladeschlussspannungen von Bleibatterien an. Für den, wenn das interessiert, der bleibt dran. Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Ja, und zwar hat mich der Maiko angeschrieben und hat gesagt, hey, die haben in Wikipedia den Artikel von der Bleibatterie korrigiert oder verbessert. Ich habe dann gesagt, oh, lass das Scroll gleich mal bis ganz runter, um zu gucken, wann das aktualisiert wurde, blablabla. Und da ist mir heute was aufgefallen, Maiko, und ich denke, das interessiert auch den einen oder anderen. Und zwar können wir auf Wikipedia, so wie ich das damals getan habe, einfach Bleiakkumulator eingeben oder Bleiakku oder was ihr halt eingebt, um dann hier hinzukommen. Und da ist, wie damals, wie ihr in meinem Video sehen könnt, sind hier die 2,34 oder ich glaube 2,4 waren hier auch irgendwo. Hier steht nochmal die 2,4. Also mein Gott, das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, was mir jetzt aufgefallen ist, das ist ganz interessant. Wir gehen noch ein paar kleine Punkte ein, aber ich löse es jetzt gleich mal auf. Und zwar, ich war auf der Seite Bleiakkumulator und du warst auf der Seite Starterbatterie. Und hier haben wir ganz andere Ladeschlussspannungen als auf der Bleiakkumulator-Seite. Also das ist schon mal sehr interessant. Weiß ich jetzt nicht, wann das hier erstellt wurde oder, also na, Moment. Genau, hier steht jetzt, zuletzt geändert November 2023. Leider weiß ich jetzt nicht, diese Seite hatte ich damals nicht gefunden. Deswegen weiß ich jetzt leider nicht, ob das damals hier so schon drin stand. Wobei ich das eben bezweifle, weil es ja in den Lehrbüchern, wie ihr in meinem Video gesehen habt, immer weiter nach unten korrigiert wurde. Also kann sein, dass es hier, dass es so ist, ne? Dass es das hier schon immer drin stand, aber auf der anderen Seite steht es immer noch falsch. Ne? So, da gehen wir gleich mal auf ein paar kleine Dinge ein. Und zwar steht jetzt hier bei einer Starterbatterie Lebensdauer 6 bis 10 Jahre wartungsfrei. Also gut, wenn ihr jemanden kennt, der das hinkriegt, das kannst du vergessen. Und vorausgesetzt, dass sie sich überwiegend im Ladezustand von über 90% befinden. Ne? Also darfst du nie benutzen. Dann so. Jetzt gehen wir mal bei Bleiakkumulator auf Pflege und Wartung. Die Pflege und Lebensdauer. Bleiakkus können eine recht hohe Lebensdauer von mehreren Jahren erreichen, während ungenügend geregelte Akkumulatoren als Starterbatterie oft nur 2 bis 4 Jahre einsetzbar sind. Das ist, was die meisten so kennen und sagen. Können hochwertige Ausführungen bis zu 10 Jahre ihre Funktion erfüllen. Antriebsbatterien, Traktionsbatterien, Speicherbatterien, also die meinen jetzt hier eine Staplerbatterie, ne? Was ich euch die Videos auch gezeigt habe. Aber hier sagen sie halt, dass jetzt Schluss ist bei der Lebensdauer. Und ja, ich habe euch gezeigt, ihr könnt den Schlamm unten rausmachen und dann gehen die Dinger wieder. Es gibt genügend Internetseiten, ich hatte das auch bei den Stapler-Akkus irgendwo in den Videos von mir auch drin, ich weiß es gar nicht mehr. Wo ja, die Seiten, wo die Stapler-Akkus ihr die hinschicken können, dann werden die regeneriert und dann haben die nochmal die Lebensdauer. Da musst du mal drüber nachdenken. Gibt es das bei Lithium auch, ne? Ach nee, das ist doof, ne? Aber da machen wir extra Video dazu, wenn euch das interessiert, Thema Lithium und so. Hier wäre nochmal der Punkt bei Ladeverfahren. Wie gesagt, wir sind hier bei Bleiakkumulator. 2,4 Volt und Näheres wird hier nicht drauf eingegangen. Und bei Starterbatterien haben wir hier, hier sogar 17 Volt. Das ist natürlich schon ganz schön sportlich, sag ich mal. Ja, wenn ihr mich fragt, ja gut, hier haben wir es auch nochmal. Die größtenteils die Bordnetzspannung von 14 bis 14,2 Volt. Ne? Hier oben steht es auch nochmal, da haben wir es wieder. Ne? Bestätigt es wieder und unten hier steht, ja. Das sind aber die Ladeschlussspannung. Oben schreiben sie, ja, wir machen nicht Ladeschlussspannung. Und damit gehen die Akkus kaputt und dann heulen alle rum und sagen, bei Batterien sind scheiße. Komisch. Nee, eigenartig, komisch ist das nicht. Ich habe mir jetzt hier nochmal einen Artikel, das ist auch wieder bei dem Bleiakkumulator oder verschlossene Bleiakkumulatoren. Da steht jetzt auch beim vorschriftsmäßigen Laden, also nicht an die Ladeschlussspannung, ne?
wird wahrscheinlich bei Lithium jetzt auch irgendwann dann eingeführt und das wird ne, immer nach unten korrigiert, noch wird es ja nach oben korrigiert, wahrscheinlich damit ein paar Sachen explodieren und abbrennen, dass alle sagen, ja, das ist richtig, wir laden nicht mehr bis 4,2 oder 4,4, wir laden jetzt bis 1 Volt. Auch bei vorschriftsmäßigen Laden entsteht etwas Knallgas, das an der negativen Elektrode zu Wasser rekombiniert. Ein Teil des Gases geht jedoch ungewollt durch Diffusion und Undichtigkeiten verloren. Deshalb trocknen blablabla Akkumulatoren langsam aus. Sie sind nach 4 bis 5 Jahren in der Regel wegen des dadurch angestiegenen Innenwiderstands und geringeren gewordener Kapazität unbrauchbar. Ja, ne, also die Ladeverfahren sind falsch. Also dieses Vorschriftsmäßige ist halt exakt falsch, weil eine Bleibatterie kein Balancer hat. Funktioniert das Balancen über dieses vorschriftswidrige Gasen. Ne, die eine Zelle gast halt und in der Zeit können die anderen noch hochladen. Und das ist dann so Balancen, können wir mal sagen. Ne, so werden die gebalanced. Deswegen funktioniert das so, wenn ihr alte Batterien und lasst die mal 24 Stunden dran, dass die dann eben wieder gehen, weil die sich einfach nur ausgleichen, mehr nicht? Hokus pokus, ne? So. Hier haben wir nochmal Wiederverwertung, das wird schon gerne nochmal mit reinnehmen. Beinahe 100% recycelbar, oft ohne Qualitätsverlust, beliebig oft zurückgewonnen werden. Das schafft natürlich keine neue Arbeit und da ist der Kapitalismus, das reicht dem Kapitalismus nicht, dass eben die Batterien die 10 Jahre zyklen und so wie können. Und dann dürft ihr regenerieren, dann können die nochmal und euch werden die immer neu verkauft. Neue, ne? Die alten werden regeneriert und wieder benutzt. Solche Deppen wie ich benutzt die und so. Und ja, so und dann wollte ich zu dieser Tabelle, zu der kommen wir aber nochmal in den nächsten Video, für den Lithium, wie gesagt, noch ein bisschen interessiert. Steht hier Bleiakkumulator, Ladewirkungsgrad 60-70%. Ich hatte ja gesagt, der Stand 2007 natürlich, ne, wird auch nicht korrigiert, der wird wahrscheinlich immer weiter unten und sie testen das ja nicht und das wissen wir ja alles nicht. Ne, Bleibatterien sind ja erstmal 100 Jahre alt und in der Industrie, Physik und überall bekannt und alles ist über die bekannt und da gibt es Stand 2007. Ne? Und ja, zum Beispiel mit den Ladeverfahren, hier ist ja Ladewirkungsgrad, ne? Also sie schreiben oben, dass du nur bis 14,2 im Auto laden sollst. Dadurch wird die Batterie nicht voll richtig etc. Und dann wird die ja immer schlechter auch und nimmt dann nicht volle Leistung auf. Und dadurch sagen die dann, das ist ein Ladewirkungsgrad ist schlecht. Ne? Geht natürlich bei Lithium, Eisen oder was weiß ich, da geht das, da ist 100%. Ne? Da funktioniert das und bei der Bleibatterie verwenden wir einfach das falsche Ladeverfahren und dann können wir sagen, die ist scheiße. Interessant ist hier an der Stelle, nur für die Bleiakku-Freunde jetzt, dass Besonderheit, ne? Nix. Keine Besonderheiten, die sind Schrott, das ist Bleibatterien, sind nun mal scheiße. Wie gesagt, auf die Tabelle gehe ich jetzt nochmal ein. Also wichtig ist auf jeden Fall, wie ihr A sucht. Also ich denke, dass sie entweder die Starterbatterie-Seite jetzt geändert haben, daraufhin, das weiß ich nicht, weil eben solche Kritik von mir kam oder so, oder, ah ja genau, hier stand das nochmal mit den 14,2, ne, dass die eben nicht richtig vollgeladen werden, hier unten seht ihr die Parameter einer Starterbatterie, wo sie sich selber widerlegen und dann eben schreiben, dass nur 60-70% Ladewirkungsgrad bei einer Bleibatterie vorliegt. Ne? Ich gebe jedem mal den Tipp, gerade für unsere Lithium-Freunde, baut doch mal einen Balancer aus, messt mal die Daten nach und wenn er dann auf 80% kommt, dann könnt ihr auch mal ein bisschen am Hirn kratzen und mal ein bisschen nachdenken. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, Maiko, für den Hinweis. Ich denke, es interessiert den einen oder anderen. Lasst knacken, schönen Tag noch. Tschüssi.